Hallo und willkommen zu einem neuen Pickup-Video. Die Sammlung füllt sich. Ich habe wieder eine ganze Menge Stuff, abgesehen jetzt von Computerspielen. Das ist wie immer ein eigenes Video. Aber was ich jetzt hier neu habe, das seht ihr gleich. Ja, die Sammlung wächst und wächst und es kommt immer was dazu. Das ist ja halt das Sammlerleben in jeder Hinsicht. Ich habe jetzt hier eine ganze Menge Stuff, was sehr, sehr interessant ist für euch, was sich in die Sammlung sozusagen eingeflossen hat. Ja, wie ihr hört, meine Stimme ist immer noch nicht perfekt. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, wann das jetzt hier für euch zu sehen ist. Das ist wahrscheinlich schon alles wieder genesen. Aber ich habe mir extra Tee gemacht hier in meiner Star Wars Tasse, die mir meine Schwester mal aus Disneyland Paris, glaube ich, mitgebracht hat. Ich habe sie auch passend gewählt, weil es ein bisschen von Star Wars was dabei und warum nicht dann das nutzen. So, also ihr seid neugierig, was ist neu dazugekommen? Ich fange an mit einem Brettspielteil und zwar habe ich hier HeroQuest. The Rogue Here to Elder Throne, das ist ein kleines Add-on, das gibt wirklich nicht viel mehr her, das ist wirklich nichts Besonderes, scheinbar. Das ist so ein kleines Add-on, was bisher leider nicht im Deutschen erschienen ist, konnte man aber über Amazon ganz normal bestellen, hat um die 20 Euro oder so gekostet. Auf jeden Fall ist das halt ein Add-on, was bisher nicht in Deutschland erschienen ist, und also von der Neuversion. Und in Amerika sind ja schon bei Conventions zahlreiche kleine Add-ons und Teile verteilt worden. Kann sein, dass es davon stammt. Auf jeden Fall, da wir ja schon so viel von dem neuen oder von der neuen Auflage von HeroQuest haben, ja, wollte mein Bruder auch dieses sich in die Sammlung dazu holen. Ja, so musste das sein. Ja, so, jetzt nehme ich hier doch was runter, spontan, weil ich doch euch ein paar große Teile zeigen möchte. Und ich sagte ja, Star Wars Tasse, da muss auch passend was dabei sein. So, den Anfang macht eine Figur von The Mandalorian, und zwar Paz Vizsla. Paz Vizsla, absoluter Kultcharakter, auch richtig cool, und hier mit seiner großen Wumme, der Mandalorianer. Gespielt von Jon Favreau in der Serie. Auch richtig cool. Könnt ihr sehen. Macht richtig Laune. Ja, also in dem Sinne ein richtig geiles Schmuckstück, ja, kann man sagen. Richtig cool. Ist natürlich jetzt auch umweltfreundlicher gemacht, indem es keine Scheibe mehr gibt oder so. Diese Plastik, davon wollen sie sich reduzieren. Ist ein bisschen schade, aber das, finde ich, ist noch eine einigermaßen gute Lösung. Es funktioniert. Und es sieht auch nicht schlecht aus. So, das nächste Teil ist ähnlich gebaut. Man kann es nicht sehen, weil es auch wieder verblankt ist oder so verpackt ist von Star Wars. Und zwar ist es eine Black Series Figur. Und zwar, oder eine Black Series Legends Figur von Star Wars The Dark Force Rising. Und das ist Mara Jade. Mara Jade ist ein Kultcharakter, der aus dem, ja, diesen Timothy Zahn Trilogiebüchern Erben des Imperiums stammt, und Dark Force Rising ist, glaube ich, der zweite Band gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie er in Deutsch heißt. Auf jeden Fall ist sie ein Art Jedi-Charakter, eine mit Jedi-Kräften, die an der Seite des Imperators kämpft und Luke Skywalker töten soll. Später sich Luke verliebt und sozusagen die werden ein Paar. Aber unabhängig davon, sie ist auch ein sehr beliebter Charakter. Wenn man wie ich und mein Bruder mit den Büchern von Timothy Zahn aufgewachsen sind, dann ja, warum nicht auch eine Figur davon? Hier können wir klein sehen, wie sie aussieht. Beziehungsweise hier drin haben wir auch ein wunderbares Motiv. Und hier ist die Figur. Richtig cool. Wie gesagt, kein Fenster von dieser Black Series, das ist jetzt das. Die Lasche war hier drin, so dass man das wie so ein Buch eben halt aufklappen konnte. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Stück. Irgendwas klebt da.
Ich meine, das ist interessant, wenn man irgendwas bemerkt und dann hier so eine Art Tesafilmstreifen, der noch irgendwie Restkleber hat. Alles klar, muss ich nochmal rangehen. Ansonsten, was kam dazu? Jetzt kommt was Großes von Star Wars. Und zwar, diese Vintage-Line hat es mein Bruder auch angetan. Das ist so dieses Gefühl aus der Klassik-Reihe, eben halt, wie man es früher hatte, wenn man mit aufgewachsen ist in den 80er Jahren. Weil es eben halt auch die gleiche Art von Design hat. Verpackung nicht immer, aber es ist einfach das. Und diese klassischen Sachen, halt die klassischen Filme, die klassische Trilogie, wie Rückkehr der Ritter, Imperium schlägt zurück und eben Krieg der Sterne oder Star Wars, eine neue Hoffnung, fasziniert immer wieder. Und ich habe jetzt hier ein wunderschönes Stück, das streiche ich schon, ist schon richtig schön. Absolut kultige Szene auch. Der AT-ST mit Chewbacca von Endor, absolut genial, ist auch richtig cool. Und das macht es auch irgendwo aus. Hier ist jetzt neuerdings auch immer eine besondere Figur dabei, die sind auch auf so einer Art Blister sein. Die ist nicht nur einfach lose dabei, das macht das auch eben noch besonders. Ja, hier steht unten Plastic Free Packaging, also man versucht immer mehr auf Plastik zu verzichten, indem es auch, wenn es befestigt ist, da drin mit Papierbändern und so weiter. Ist nicht schlecht, sieht auch toll aus. Es ist richtig gut gelungen. Ich meine, klar, die Technik wird besser und so weiter. Es ist kein Vergleich mit dem damaligen Kenner. Aber richtig cool. Mir gefällt es auch richtig gut. Wird erstmal, so wie ihr ihn seht, in die Sammlung gestellt. So, packe ich mal hier oben hin, damit wir auch genug Platz haben. Ja, wie ihr seht, richtig schöne Sachen. Zu Star Wars komme ich etwas später nochmal. Ich werde euch erstmal ein bisschen die Toys zeigen. Mein Bruder hat dann, also die sind übrigens von Hasbro Pulse. Das nochmal so gesagt, das sind die gängigen Preise, deswegen brauche ich sie jetzt nicht erwähnen. Bei Hasbro Pulse hat er auch noch zwei andere Figuren mitgenommen, die ihm gefallen haben für einen Film, der bald kommt. Und zwar zum neuen Spider-Man Animationsfilm. Into the Spider-Verse war ja der erste, jetzt heißt es der Across the Spider-Verse, jedenfalls im Englischen, ich weiß gar nicht jetzt wie, im Deutschen habe ich schon wieder vergessen. Auf jeden Fall geht es um die Figur von Miles Morales, hier in diesem klassischen Design. Seht eben halt vom Kinoplakat ein bisschen. Die Figur ist auch richtig gut getroffen, das Gesicht sieht richtig gut aus. Man kann jetzt sagen, die Köpfe austauschen und auch die Hände in dem Sinne. Das ist ja hier noch klassisches Blister-Design. Hier seht ihr noch, welche Figuren es noch gibt. Und ihr könnt jetzt mal raten, ein paar Sekunden lang, welche Figur wir noch haben. So, das ist wie Jeopardy. Welche Figur mag es sein? Stimmen könnt ihr abgeben, aber egal. Bevor ich das lese in den Kommentaren, habe ich euch das schon gezeigt. Wie gesagt, machen wir das mal hier unten. Das hier weiter oben. Die Figur, die noch in die Sammlung gekommen ist, ist Spider-Gwen, besser gesagt. Das ist Gwen Stacy als Spider-Gwen, auch richtig schön getroffen. Auch hier kann man das den Originalkopf draufsetzen. Das haben sie auch hier schön in der Verpackung gemacht. Nicht so wie bei Miles Morales, wo er wirklich der Spider-Man ist. Hier eben halt das Design, was häufiger zu sehen ist. Auch richtig schön. Richtig gut getroffen, muss man sagen. Auch eine richtig gute Verpackung übrigens. Ja, und auch hinten sehen wir sie nochmal im Großformat. Richtig schönes Stück. Kann man sich wirklich auch so hinstellen. Ja, als Fans von Star Wars und Spider-Man muss es sein. So, langsam nähert sich das auch Kleinkram, was ich jetzt sozusagen gekriegt habe. Ich komme jetzt noch mal mit einer großen Figur und dann kommen wir mal zu anderem Kram. Und die Figur hat sich auch mein Bruder gekauft, die ist aber aus dem Square Enix Shop. Und zwar handelt es sich hier um zu Final Fantasy VII Remake von Static Arts um Tifa. Auch eine richtig schöne Figur, sehr, sehr schön modelliert, sehr deutlich. Ihr könnt es hier auch sehen in diesem, ja, Nickel G. Kann man sagen, das ist ja das Kostüm, was sie anhatte, als sie zu Don Corleone oder zu dem Don ging, um ja, ihn zu besiegen, und Cloud musste sie retten, sie in Aeris,
oder mit Eris zusammen. Auf jeden Fall richtig cool gemacht. Und ist auch ein echtes Hinstellstück. Und wird auch irgendwann hingestellt im Klasse. Beziehungsweise den Platz gefunden haben, wo das hingestellt werden soll, besser gesagt. Also ein richtig cooles Stück. Und ich mache das jetzt mal so, dass ich das Star Wars hier oben drauf stelle. Ja, so, jetzt geht's mit Kleinkram weiter. CDs. Ich habe 2 CDs neu, das habe ich jetzt. Das ist jetzt zum größten Teil mein Bruder. Von dem, was jetzt kommt, abgesehen noch von 2 Blu-Rays, ist mein Kram. Ja genau, dann kann ich eigentlich die Blu-Rays, das ist das Gemeinsame. Dann gehe ich dann auf danach zu meinem über. Ja, so ist das ein besserer Übergang. Also 2 Filme, die gab es bei Müller für 7,50 Euro, waren so in dem Deal. 2 für 15 oder ja, glaube ich 2 für 15. Und zwar einmal Brad Pitt mit Bullet Train. Cooler Film, kann ich euch nur empfehlen. Bisschen sarkastischer, ironischer Actionfilm, richtig gut gespielt. Mit ein paar interessanten Überraschungen. Und als Fan der Computerspielreihe wollte er diesen Film auch endlich haben mit Tom Holland und Mark Wahlberg. Der war bisher immer sehr teuer, dadurch hat man wohl ihn nicht zugelegt. Hat leider kein Wendecover, das ist ein bisschen schade, auch der Bullet Train nicht. Es geht um Uncharted. Richtig toller Abenteuerfilm, richtig gut. War eben als Blu-ray relativ teuer. So, bevor die Kratze im Hals weitergeht. So, und jetzt geht's mit besonderen Stücken komplett für mich weiter. Naja, gut. Nee, doch, bis auf 2 Sachen eigentlich, die aktuell sind, noch jetzt wirklich mit klassischem Stück weiter. Und zwar als erstes mit dem allgemeinen 2 CDs, wovon ich ja schon angefangen habe. Und zwar der letzte Teil von der Captain Future Hörspielreihe. Der Triumph, jetzt mit Episode 7, die Quelle des Lebens, die musste auch in die Sammlung, damit habe ich die komplett. Und ihr wisst, ich bin 3 Fragezeichen-Fan, die aktuelle Ausgabe, Manuskript des Satans. Kann ich euch noch nicht so viel zu sagen, ich habe es noch nicht gehört in dem Moment, aber wenn ihr mehr wissen wollt, wie sie mir gefallen hat, da oben der shortreview.de Link darauf drücken. Da werde ich einen Review von dem 3 Fragezeichen veröffentlichen. Weil ich es gehört habe natürlich. Ich muss es ja auch hören, bevor ich drüber schreibe. Ja, und jetzt kommen wirkliche Schmuckstücke, wo ich auch richtig stolz drauf bin, die zu haben in vieler Form. Beziehungsweise, ja. Kann man nicht anders sagen. Ich fange an mit einem Buch. Es lag eigentlich daran, dass ich mir einen Klassiker gekauft habe. Den war bei einem letzten meiner Stuff-Sachen auch zu sehen. Und zwar Das Geheimnis des verborgenen Tempels. Oder besser gekannt auch als Young Sherlock Holmes. Das ist ein Film aus den 80er Jahren. Ein Abenteuerfilm über den jungen Sherlock Holmes. Der Abenteuer eben halt. Oder das erste Abenteuer zusammen mit Watson erlebt. Das hatte mich dann so gereizt, dass ich mir endlich doch dazu den Roman dazu zugelegt habe. Den wollte ich schon immer haben. Irgendwie kam es nicht dazu. Den habe ich jetzt auch gebraucht gekauft. Hat mich inklusive Versand 3 Euro oder 3,20 Euro gekostet. Also ist jetzt kein Vermögen. Aber ein sehr, sehr schöner Roman mit auch einem sehr, sehr guten Zustand. Kann ich euch zeigen. Auch das schöne Cover. Und ihr seht, war mal reduziert, aber trotzdem Top-Zustand. Da ist nichts kaputt, ein paar kleine Abnutzungen, aber der Roman ist, wann ist er rausgekommen? Denn im Bastei Verlag ist er rausgekommen und zwar 86. Das ist jetzt die 2. Auflage, wie ich jetzt hier sehe. 2 Auflagen sogar geschafft. Richtig cool. Der Roman ist ein bisschen anders als der Film noch, obwohl das Finale super kurz geschrieben ist. Also vielleicht war es noch nicht mal richtig fertig, als der Roman geschrieben wurde. Interessant ist auf jeden Fall, dass ein etwas älterer Watson die Geschichte erzählt und etwas, ja, ein bisschen mehr Verbindung zur klassischen Holmes-Saga erzählt und ein bisschen mehr bringt. Auf jeden Fall ein richtig schöner Roman, hat mich sehr begeistert. Als Sherlock Holmes-Fan und als Fan des Films war das auch ein Punkt, den ich in der Sammlung haben wollte. Ja, und von den Highlights übrigens, da gibt es einige, ein paar habe ich vielleicht schon auf meiner Instagram-Seite, da ist ein Link unten in der Videobeschreibung, gezeigt, denn da sind richtig schöne Highlights. Und jetzt kommen Highlights.
klassische Sachen. Das eine, was ich jetzt hier habe, ist noch von eBay Kleinanzeigen. Ihr wisst, ich bin Tim und Struppi-Fan. Und zwar habe ich dort immer wieder Ausschau gehalten, weil mir noch 3 Tim und Struppi Hörspielkassetten von Maritim fehlen. 2 sind etwas schwerer zu bekommen. Na gut, alle 3 sind scheinbar schwerer zu bekommen, weil ich selbst finde sie nicht so oft. Und 2 sind relativ teuer. Und zwar geht es bei beiden, die teurer sind, um Doppel-Episoden, die nur über den Bertelsmann Buchclub, glaube ich, damals vertrieben wurden. Ja, jetzt hat einer eine verkauft. Und zwar hier die Juwelen der Sängerin und die Krabbe mit den goldenen Scheren. Richtig cooles Stück. Habe ich ja bei Kleinanzeigen gekauft. Es ist auch in einem sehr guten Zustand. Auch richtig schön. Kann ich auch nochmal in einem kleinen Video irgendwann ein bisschen genauer betrachten. Das mache ich auch gerne. Auf jeden Fall habe ich sie gekauft. Ich habe so die 40 Euro bezahlt. Ja, ist teuer. Aber meistens geht die 60 bis 80 Euro doch schon. Und da wird sie angeboten, sagen wir mal so. Und das war mir dann doch ein bisschen immer viel. Und ich habe mich auf 40 oder... Nee, Quatsch. Ein bisschen unter 40. 37 Euro, also fast 40 geeinigt. Auf jeden Fall freut es mich sehr, diese Sammlung zu haben. Ich habe echt abgewartet, weil ich habe... Es mit 60 Euro ist mir das echt zu teuer. Die andere, die mir dann noch fehlt, wird auch in dem teuren Preis angeboten. Ich bin ein bisschen zurück, ja, ich warte ab, ich guck mal, was da ist, es muss auch stimmen. Ich habe da jetzt eine gehabt, mal, die war wirklich sehr günstig, hätte ich für 30 kriegen können, aber da war der Zustand nicht so, wie er mir gefallen hat. Also, wenn einer von euch, die in einem guten Zustand zum normalen Preis abzugeben hat, bitte gerne melden. Ne? Mir fehlt die mit Schatz, Rackhams des Roten und Garmis der Einhorn, die Doppel-Episode, sowie mit so einem Tim und Struppi-Design die Juwelen der Sängerin noch. Die beiden fehlen mir noch. Aber richtig toll. Gehört auch dieses schwarze, die schwarze Hülle gehört auch dazu, weil auch die Kassette schwarz ist, die normale ist rot. Ja, aber wie gesagt, ist ein Thema vielleicht für ein anderes Video, was ich gerne dann nochmal auseinandernehme. Mal kurz drüber quatschen. Freue ich mich. Also, jetzt haben wir das. Und wo geht es dann weiter mit Highlights? Kann ich das noch toppen? Gleich ja. In mehrfacher Form. Und ich überlege gerade, was ich als erstes zeige, und ich zeige etwas, womit ich diesen Platz hier, der jetzt noch weiß ist, füllen werde. Ich muss da kurz einen Teil rausnehmen. Und zwar habe ich, das war ein Deal, da habe ich zusammen, das sind 2 Teile, 70 Euro bezahlt, von einem Händler, wurde mir vermittelt über einen netten Kollegen, dem Dave. Hallo Dave, ich grüße dich. Der war auf der einer Börse und hat da was gesehen und sagte, Sascha, das ist doch was für dich. Und dann hat er mir Kontakt zum Händler geboten, weil er schon in dem Moment, wo ich ihn erreicht habe, von der Börse schon weg war. Und ja, und ich habe dann einfach zugeschlagen. Und zwar handelt es sich um 2 LPs. Einmal eine Maxi, und zwar diese hier. Das ist eine japanische Maxi. Mit der Captain Future Titelmusik, der japanischen, und Cyborg 009, auch eine japanische Anime-Serie. Richtig cooles Stück, ist jetzt nichts Besonderes, und es gab es damals auch wirklich nur die LP. Das ist so eine ganz normale, da ist auch kein Unterschied zu einer europäischen oder so. Und das ist wirklich so das gleiche System, eben halt nur die japanische Bedruckung. Das ist auch von Columbia Records, ihr seht, das ist ganz normal. Und in dem Sinne war die wohl auch, gibt es nicht jetzt wirklich einen richtigen Umschlag. Da gibt es nur dieses Booklet. Und das ist richtig cool. Da sind ein paar Informationen, die ich jetzt nicht lesen kann, auf Japanisch drauf. Und zwar, ihr könnt es sehen, hier haben wir einmal mit Captain Future. Richtig cool. Ich mag dieses Motiv. Mit ihm zusammen und Greg. Und hier haben wir dann Cyborg 99. Also so ein richtige Vinyl oder so eine Hülle direkt gab es wohl nicht. Ich habe nachgeforscht, ich fand das auch immer nur in diesem Stil. Es muss auch so rausgekommen sein. Hier ist auch der Preis drauf. Ich vermute mal eher, das war so in Plastik eingepackt, so wie jetzt hier ich eine Schutzhülle habe. Das mag durchaus so sein. Ne? Ich will es noch wieder da reinpacken. Ja, jetzt geht es wieder nicht auf. Auf jeden Fall ein richtig schönes Stück.
vermute mal, dass es auch so in der Art verpackt war im Original. Aber genau, das weiß ich jetzt auch nicht. Es ist ein bisschen schwer. Das ist 1979 war das, glaube ich, habe ich ja nachgeforscht, rausgekommen. Also richtig cool. Und jetzt habe ich was von 1980. Auch eine LP, habe ich ja schon gesagt. Und auch Captain Future. Und zwar diese französische LP. Ist die nicht geil? Das ist ein mega geiles Motiv. Ich finde es richtig klasse. Hier auf der Rückseite. Darauf ist übrigens auch ein Hörspiel. Ich vermute der Herrscher von Megara, ich bin mir aber nicht so sicher. Aber eben Französisch, ich kann kein Französisch, aber allein wegen den Artworks musste ich es haben. Mega. Mega, mega, mega. Das ist absolut geil. Seht euch das an. Schmuckig. Wow. Und jetzt sagt ihr, wie kann ich das sogar noch toppen in einem Pickup-Video? Wir sind fast am Ende, ja. Von dem, was ich euch gleich zeige, von dem einen kleinen Teil, werde ich auch ein extra Video machen. Das werden kleine Let's Views werden und jetzt habe ich schon fast verraten, was es sein könnte. So, ich muss es aus der Schutzhülle holen, damit ich es euch richtig gut zeigen kann. Den Anfang macht eine Panini-Stickertüte. Das Witzige ist, ich wollte zwei und die sind noch nicht auseinandergeschnitten. Der muss eine ganze Rolle gehabt haben mit Panini-Stickern. Und zwar, von welchen Panini-Stickern? Und zwar geht es um Rückkehr der Jedi-Ritter von 1983. Ich wollte gerne noch eine geschlossene Stickertüte haben. Ich habe das Album ja vollständig. Da habe ich mal ein Let's View zu gemacht. Könnt ihr in meinem Verlauf auch gucken. Bei Let's Views, da gibt es ein Let's View des Albums von 1983. Das erzähle ich so ein bisschen was. Und jetzt habe ich hier auch eine echte Stickertüte, die ich mir gekauft habe. Bin richtig stolz drauf, die auch zu besitzen. Also Wahnsinn. In geschlossenem Zustand. Und wie gesagt, ich wollte zwei, einfach damit ich sehen kann, welche ist besser. Es gibt auch keinen deutschen Schriftzug, jedenfalls nicht, dass ich wüsste momentan. Und hier müsste ich abschneiden. Das mache ich aber nicht. Also richtig cool, das behalte ich auch so. Und mit Star Wars, in dem Sinne, geht es jetzt komplett weiter. Dies habe ich bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Und man kann sagen, ich habe 5 Euro dafür bezahlt und es ist etwas, was im Kino auslag. In dem Sinne, ein Original Kinoflyer von Das Imperium schlägt zurück. Den kann man aufklappen, dass noch ein bisschen mehr Bilder ist. Das drin, das kann man auch genauer angucken. Das euch aber in einem separaten Video. Also, seid gespannt. Da wird es Let's Views zu geben. Richtig cool. Also, den habe ich nie im Kino selbst gehabt, aber ich fand den richtig cool. Ich habe mir auch 2 Stück gekauft. Also ich habe 10 Euro bezahlt für 2, inklusive Versand. Richtig cool. Also, da kann man echt nichts sagen. Ist halt auch ein Top-Zustand und ist von 1981. Also, was wollen wir denn mehr? Was wollen wir mehr? Star Wars. Und zwar habe ich hier von 1983, den habe ich sogar mal in meiner Kindheit besessen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich ihn noch besitze irgendwo. Auf jeden Fall nicht in diesem Traumzustand. Der ist Flyer von Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Von 1983, wie gesagt. Richtig cool. Die lagen im Kino damals aus. Man konnte sie umsonst mitnehmen. So ein bisschen als Vorgeschmack auf den Film. Richtig cool. Ich liebe dieses Artwork. Ja, den und der andere Flyer, ich habe noch einen Flyer, die zusammen, da habe ich bezahlt, inklusive Versand, knapp 20 Euro, also im Zehner das Stück. Ist es auch wert, die sind von 1983 und der jetzt ist von 1985, wird dann auch in einem separaten Let's View betrachtet und hierbei handelt es sich um die E-Books, Karawane der Tapferen. Ja, ein bisschen umstrittener Film, ich habe ihn damals im Kino gesehen. Das ist nämlich ein TV-Film in Amerika gewesen mit den Ewoks, mit Wicket. Und der kam bei uns ins Kino, beziehungsweise auch seine Fortsetzung Kampf um Endor. Ja, wusste ich damals natürlich nicht. Wir hatten das Glück, ja in Deutschland einige TV-Filme aus Amerika im Kino zu sehen. Darunter Airwolf, der Film, lief, glaube ich, auch in einigen ausgewählten Kinos. Wir hatten Kampfstern Galactica, mehrere Filme im Kino, das waren alles TV-Specials oder TV-Pilotfilme. Oder auch Buck Rogers, den TV-Film, lief im Kino bei uns. Dazu auch einige TV-Filme von, glaube ich, von Sherlock Holmes oder so, die sind auch bei uns gelaufen. Also, das waren großartige Zeiten. Wie gesagt, ein toller Flyer von 1985 wird betrachtet dann im separaten Video. Das
Seid gespannt. Ja, jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung. Da hat sich doch wieder eine Menge angesammelt. Was sagt ihr? Da ist Platz. Noch sind die Kommentare wahrscheinlich leer, während ihr das hört jetzt hier von mir, die Worte. Also füllt sie bitte. Na, wir sprechen da unten weiter. Dann gibt es da eine Glocke, habe ich festgestellt. Da könnt ihr auch anklicken. Dann wisst ihr immer ganz genau, wann ein neues Video von mir kommt. Der Like-Button, da freue ich mich auch drüber. Und an den Disliker, herzlichen Glückwunsch, dass du auch dieses Video wieder geguckt hast. Und es dir wieder mal nicht gefallen hat. Ne? Das macht mir Spaß. Ein bisschen Humor muss sein. Ansonsten, ja, wie gesagt, Like, abonnieren, falls ihr es noch nicht habt. Das freut mich sehr. Das hilft mir auch weiter. Die Abos ein bisschen sind halt auf eine Art schon wichtig, weil man dann besser gefunden wird und vielleicht man auch ein bisschen mehr den Content erweitern kann. Es macht doch mehr Spaß, wenn man ein bisschen mehr Leute hat, mit denen man sich unterhalten kann, wie auch immer. Ne? Das soll es jetzt gewesen sein. Ne? Also, gibt gleich nochmal einen schönen Schwenk mit der Kamera über das, was ich hier neu habe. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal.